Hi, Veronika ist hier. In diesem Video zeige ich dir ein Rezept für ein Schoko-Erdnuss-Bananen-Müsli, was wirklich super, super lecker ist. Denn auf Facebook hatte ich das Bild gepostet von meinem schönen Müsli vergangene Woche und da kam eben die Rückmeldung, dass das Rezept gewünscht ist. Also mache ich jetzt das Rezept dazu. Und ja, wenn du weitere Rezepte haben möchtest, die ich auch auf YouTube nicht veröffentliche, dann trage dich in meinen magischen Bauchweg-Turbo ein. Dort bekommst du auch Anleitungen, wie du schnell dein Fett verbrennst. Hier unten in der Videobeschreibung findest du den Link dazu, wo du dich eintragen kannst. Mach das jetzt direkt, trage dich ein und komm dann hier zum Video zurück und verpasse nicht das super leckere Müsli. Das ist wirklich der Hammer, super schön süß, wenn du irgendwie einen Jeeper auf irgendwas hast. Ja, und falls du das schon bemerkt hast, ich bin ein bisschen hier am Improvisieren. Ich habe hier noch keine richtige Küche, ich bin umgezogen. Die Küche ist noch nicht da. Das heißt, es ist alles ein bisschen provisorisch, aber das hält mich nicht davon ab, mich gesund zu ernähren. Denn das Rezept ist sehr, sehr gesund. Das sind nur gesunde Zutaten. Also, du benötigst Folgendes. Du benötigst Reis, Kokosmilch, Haferflocken, die grobkörnigen, die sind nicht so stark verarbeitet, die sind besser. Ein paar Datteln, am besten Medjool-Datteln, ich liebe die, ganz frisch. Erdnussmus Crunchy gibt es im Biomarkt. Da ist außer Erdnuss und Meersalz nichts drin. Also Meersalz ist gesund, Salz nicht, weil das zu raffiniert ist. Bio-Kakao, ich habe hier 100%igen Kakao, wirklich der beste und auch sehr gut entölt. Und Banane brauchst du und etwas Bourbon-Vanille gemahlen. Außerdem als Hilfsmittel benötigst du noch eine Waage, aber die sollte an einem guten Haushalt nicht fehlen. Ein Mixer, ich habe hier meinen super schönen rosa Mixer wieder, ich liebe den. Und ein Wasserkocher oder irgendwas, wo du deine Milch warm machen kannst. Und natürlich Glas, Müslischale oder sonstiges, wo du das Müsli dann gleich reintun möchtest. Okay, los geht's. So, du nimmst jetzt den Wasserkocher, machst den an, stellst ihn auf die Waage, machst die Waage an, nimmst die Reis-Kokosmilch, schüttest da 170 Milliliter rein. So, 170, sehr gut. Und auch beim Kauf bitte darauf achten, dass außer Reis, Kokosnussmilch und Wasser nichts da drin ist, also ungesüßt, also kein zusätzlicher Zucker drin ist. So, das kochst du jetzt ganz kurz auf, diese Reis-Kokosmilch im Wasserkocher geht es am schnellsten. In der Zwischenzeit füllst du schon ein paar Sachen hier hinein in den Mixer. Also, 30 Gramm von dem Erdnussmus Crunchy. Ach so, und das Rezept ist für eine Person, was ich jetzt mache. So, wenn die Milch ein bisschen aufgekocht ist, ausmachen den Wasserkocher und kurz drin nachwärmen lassen. So, 30 Gramm. So. Dann einen Teelöffel von dem Bio-Kakao. Das sind dann hier 3 Gramm, also nicht viel. Die Milch dazu schütten, die ist jetzt schon so ein bisschen nachgewärmt.
schön warm, so mag ich es am liebsten. Du kannst es natürlich auch machen, wenn die Milch nicht warm ist. Aber ich mag es so lieber. Wasserkocher zurück. Eine Messerspitze von der Bourbon-Vanille. Das Rezept geht auch super schnell, 10 Minuten maximal, wenn man lange braucht. So, Bourbon-Vanille ist drin. Zwei Datteln, da die Kerne rausmachen und da rein tun. Hinzufügen. Die sind nämlich super schön fruchtig. Mit dem Messer. Einmal durchschneiden, Kern raus. Also zwei Datteln. Eine ist drin. Ja, ich hatte eben auch erwähnt bei Facebook, dass ich da eben das Müsli, ein Bild davon eher gesagt, gepostet habe. Also ich bin auf Facebook sehr gut zu erreichen. Also falls du mal eine Frage hast, schreibe mir auf Facebook, denn dort sehe ich die am schnellsten. Ja, wenn du eine Frage zur Ernährung, zum Training hast, ganz egal. So, haben wir jetzt alles drin. Also Datteln, Milch, Erdnussmus, Kakao, Vanille und das war's. So, den Mixer schmeiße ich jetzt hier an. Also wie du siehst, nur sehr gesunde Zutaten drin. Das ist schön für sonntags, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat. Im Büro kann man ja wahrscheinlich nicht so gut mal eben hier so ein Schokomüsli zaubern. Da wollen ja die ganzen Kollegen auch was haben. Da muss man die ganze Belegschaft versorgen. Okay, das kurz durchmixen. Lecker. Also sobald du einen Mixer hast, kannst du ja wirklich auch in so einer improvisierten Küche recht viel machen. Ich bin auch froh, wenn meine Küche jetzt bald da ist. Sie kommt morgen an, ich bin schon ganz gespannt. Weil dann kann ich auch richtig Gas geben, da gibt es nämlich noch mehr Rezepte. Juhu! So, das füllen wir jetzt hier in ein Gefäß. Sieht echt super aus. Riecht auch total gut. Mit meinem rosa Mixer hier. In den ich mich ja quasi verliebt habe. Darf nur keiner wissen. So, jetzt schmeißen wir hier wieder die Waage an. Und tun da 100 Gramm Haferflocken rein. Und das vermengen wir jetzt. Und das auch schön durchziehen lassen, dadurch, dass ich das ja warm gemacht habe. Die Reiskokosmilch zieht es da jetzt auch schön gut in die Haferflocken ein, die noch was größer werden. Schön vermengen, genau. 5 Minuten ziehen lassen. Und währenddessen schneiden wir schon die Banane in kleine Scheiben.
Also Teller her. Banane. Banane, Nane. Das ist wirklich reich an Kohlenhydraten und perfekt morgens zu essen, dieses Müsli. Da hast du wirklich Energie für den Tag und kannst ein schönes Workout machen. Ich habe gerade leider heute zumindest ein bisschen Schmerzen im unteren Rücken. Das kam jetzt wahrscheinlich vom Training von gestern. Deswegen, ich wollte heute eigentlich wieder ein neues Workout aufnehmen für mein neues Programm, was demnächst rauskommt. Also sei gespannt. Das konnte ich nicht machen, deswegen konnte ich nur ein bisschen Stretching machen. Stretching-Einheit aufgenommen. Kannst du dich auch drauf freuen im nächsten Programm. Ja, das Müsli ist jetzt gut durchgezogen. Und das fülle ich jetzt hier hinein. Ich nehme ein Glas, um das hier schön zu präparieren. So. Also wie gesagt, auch Kakao nehmen, Kakaopulver, ohne zusätzlichen Zucker, damit es schön gesund ist. Also ich hatte dann, als ich das am Sonntag gegessen hatte, also vor ein paar Tagen, echt schön viel Energie für den ganzen Tag und hatte auch nicht sofort Hunger. So, jetzt habe ich hier Müsli reingefüllt. Und jetzt kommen allem abwechselnd Bananenscheiben rein. Hier so. Zack. Das macht dann nämlich auch nochmal fürs Auge was her. So. Ja, und Datteln süßen halt auch nochmal extrem gut. Da braucht man auch echt wirklich keinen Zucker oder so. Ja. Noch ein bisschen Müsli jetzt drauf. Und nochmal Banane. Alles keine stark verarbeiteten Sachen, deswegen ist es alles sehr gesund. Und ich glaube, auch wenn du deinen Besuch zu etwas Gesünderem bewegen möchtest, auch dann, ich glaube, auch der mag das total gerne hier. Da merkt man nämlich nicht, dass da kein normaler Zucker drin ist. So, jetzt kommt noch ein Scheibchen. So. So. Und fertig ist das Schoko-Bananen-Erdnuss-Müsli. Also wie du siehst, Müsli-Banane, Müsli-Banane, Müsli-Banane in kleinen Scheiben. Mach es direkt mal nach. Es schmeckt super lecker. Du wirst auch jeden Besuch damit verwöhnen können. Wie gesagt, wenn etwas ist, schreib mir auf Facebook. Und wenn du weitere Rezepte haben möchtest, die ich nicht bei YouTube veröffentliche, dann trage dich in meinen magischen Bauchwerk-Turbo ein. Der Link ist in der Videobeschreibung. Okay, wahrscheinlich sehen wir uns im nächsten Video in der Küche wieder, die dann wirklich schön eingerichtet ist. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Video.